So, unsere neue Folge, wir kleiden Ewald ein, damit er fit ist zum Wandern und gut ausgestattet. Geht munter weiter, denn wir sind mittlerweile bei den Jacken angekommen. Irgendwann müssen wir natürlich auch da hinkommen, dass wir, wenn wir nachhaltig wandern wollen, dass wir auch mit nachhaltigen Produkten durch die Gegend laufen und nicht einfach nur sagen, komm, ich nehme das nächste Ding und was kann man denn damit irgendwann später machen? Wir müssen uns heute Gedanken darüber machen, bei jedem Teil, was ich kaufe oder was wir kaufen, was passiert denn damit eines Tages? Mhm. Kann man das recyceln, kann man das sortenrein trennen? Auch die Reißverschlüsse, all solche Geschichten. Ewald ist so, sagen wir mal, durchschnittlicher Wanderer. Tagesetappen zwischen 10 und 15 Kilometer. Auf was sollte er achten? Atmungsaktivität, das ist Kunst. Wenn du immer so eine packbare Jacke nimmst, was ich momentan so viel verkaufe, weil das leicht ist, dieses am Endeffekt wieder ist wasserwinddicht, atmungsaktiv, so wie man immer sagt. Hast du Netz und dann hast du Untermantelbelüftung, da klebst du weniger fest. Es ist Stoffzelt, 10.000 Wassersäule, aber die Nähte sind nicht verschweißt. Belüftung ist immer offen. Ja. Du kannst auch die Arme raustrennen, aber ja, an diesem Jacke ist mega, wenn du feuchte Arme bekommst, das ist mega, klebst du einfach nicht fest. Ja, es hört sich nicht schlecht an. Also es ist eine gute Mischung von allem, ne? Ich würde sagen, anprobieren, oder? So, wir sind am Ende fündig geworden. Wie ist die Kaufentscheidung gefallen, Liane? Wie konntest du Ewald inklusive natürlich der tollen Beratung an deiner Seite begeistern? Die Beratung war top. Ich finde, die Farbe ist super. Du fühlst dich wohl, atmungsaktiv. Besser kann es nicht gehen. Und die hier kommt dann weg. Genau, Sakko ist ausgemustert. Bist zufrieden? Ich bin sehr happy. Also, wir haben Ewald perfekt eingekleidet. Und das Tolle ist, die Socken passen nämlich auch dazu, die E1-Socken. Können wir kurz mal zeigen. Also, mehr geht nicht. Bestens ausgerüstet für die Wanderung, die da kommen im Lipperland. Wunderbar. Wunderbar. Fortsetzung folgt. Tschüss. Alles klar.